Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim und wir sind hier noch in Eislauf und haben gesagt, wir verkaufen unseren Schrott jetzt, weil wir hier bei Belledors Laden noch nicht waren. Belledors Gemischtwarenladen und da schauen wir gleich einmal rein. Wir haben da ja einiges mitgebracht von unserem Kampf und sind ja permanent überladen. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja, Bellator. Seht ihr, ich habe das Amulett ausgerüstet. Da, ja, wir haben zwei Zauberamulets. Eines steigert nämlich die Ausdauer um 10 und das andere verringert die Wartezeit zwischen den Schreien. Und ja, Bellator, wir quatschen alles mal mit dir. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ja, Bellator, okay. Schauen wir mal nach, was hast denn du ich alles? Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Nur ein kleiner Scherz. Okay, wie läuft das Geschäft, alter Freund? Komm. Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Okay, was führt einen Bretonen nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Okay, du bist ja ein ganz freundlicher. Na gut, dann schauen wir mal nach. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Gut, Waffen, was hast denn du? Die Eisenpfeile, Eisenschwert, orkische Pfeile, die sollten wir uns dann wirklich kaufen, ja. Stahlpfeile, die haben wir auch. Das war's dann, Bekleidung. 15, ja, das sollten wir uns auch kaufen. Redekunst ist sehr wichtig in unserem Let's Play. Bände, Eisenrüstung haben wir, Eisenhelm, Eisenpanzer, Eisenschild, Halskette der Giftresistenz. Ja, wozu? Blocken. Aha. Novizenruhe der Veränderung. 12%, 50%. Ja, die sind extrem teuer. Die müssen wir uns irgendwo sammeln. Belzarmschienen, Belzhelm, Belzschild und silberner Amethystring, Zaubertränke. Da schauen wir. Das werden wir uns natürlich gleich einmal zu Gemüte führen. Na, Zaubertrank der Krankheitsheilung, weil wir haben da nur einen und den kaufen wir doch gleich. Und das brauchen wir auch eigentlich nicht, ne? Essen brauchen wir auch nicht und Bücher, der hat da Biografie, ne? Der Battleprinz. Ja, den könnten wir kaufen. Der Niedergang ist auch ein einzelnes Buch. Die Nachtigallen Wahrheit oder ja, Wert 9, scheiß drauf. Erlesener Geschmack ist auch gut. Und Heldenmut, das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen und erhält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und Ausdauer. Was heißt das jetzt, das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen? Okay, das lassen wir. So, sonstiges. Amethyst, Becher, Dietriche haben wir. Was haben wir? Wir haben zu wenig. Egal, wir finden die Eisenerz, das kostet nicht viel und ist, ja... Das können wir uns dann wahrscheinlich beim Schmied auch noch kaufen. Dort gehen wir auch gleich hin. Großer Seelenstein. Halleluja. 1500. Gusseiserner Topf. Holzkohle. Horkerzahn. Aha. Was auch immer ein Horker ist, ja. Höhlenbeerenpelz. Und Kesselkrug. Mächtiger Seelenstein. Aha. Wir brauchen die aber auch. Die werden wir dann kaufen. Okay. Mondstein. Was es nicht alles gibt. So, ich mache hier nur einen kurzen Schnitt, verkaufe den Schund, den ich noch da habe und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, wir haben jetzt alles verkauft, was es zu verkaufen gibt, bis auf eben zwei so kleine Rüstungsdinger.
Und auch die Zutaten, die verkaufe ich nicht, die werden wir bunkern, bis wir wissen, wofür wir sie brauchen können. Schriftrollen auch und Essen lassen wir auch vorerst einmal ad acta. Und er hat ja auch nicht mehr viel Geld, der Bellator hat nur mehr 4 Gold und deswegen lassen wir ihn jetzt hier allein. Denkt daran, ich tue alles, um euch die besten Geschäfte zu bieten. Okay, Bellator, das war's, ha? Wir schauen uns nur kurz mal um bei dir, so einfach so flugs. Und rohes Rindfleisch wollen wir auch nicht. Bitte, seht euch um. Ich bin sicher, ich habe etwas, das euch gefällt. Ja, Bellator, du bist ein Netter. Und Bücher, ja, Biografien. Ich weiß, was ihr denkt. Dieser Bellator, wie kann er sich nur von so herrlich... Biografie der Wolfskönigin lesen, aber... Aha, Redekunst verbessert auf 24. Wir haben auch einen Aufstieg erfahren. Wir könnten jetzt dann gleich leveln, auch noch. Da geht's dann rauf in seine Kemenate. Ja, eigentlich nicht. Kerzenhalter und das sieht ja alles ganz nett aus. Okay. Ich habe alles im Angebot, mein Freund. Andere Lehen braucht ihr heute gar nicht mehr zu befehlen. Ja, das sagst du einfach so, Bellator. Und ja, red mit dem Kasten, hast schon recht. Gut so. Da geht's rauf. Ja, nehme ich an. Ja, klar. In die privaten Unterkünfte. Ah, das ist nur der Dachboden und da oben. Bilanzen fälschen. Na klar, das kennen wir doch schon. Und hier. Nordmate. Okay. Der steht auf. Schale. Was ist das hier? Schatulle. Okay, wir wollen das ja nicht. Wir werden da nichts stehlen. Raus. Der nächste Tagesordnungspunkt ist natürlich auf in die Schmiede. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Ja. Ich sehe schon, dass ihr ein wählerischer Kunde seid. Unhabener, Okay, der ist cool. Wir laufen jetzt runter, nämlich zur Schmiede. Wir wollten ja mit dem und der Schmiedin auch noch reden. Ihr habt keine Ahnung von unseren Mühen. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Was ist mit Thorald? Ist er nichts? Haltet mir keine Vorträge über das Leiden. Obst und euer Sohn hat sich für eine Seite entschieden. Und zwar für die falsche. Nun ist er verschwunden. So läuft es im Krieg. Je eher ihr diesen Verlust akzeptiert, desto besser. Ich werde seinen Tod niemals akzeptieren. Mein Sohn lebt. Ich spüre es in meinem Herzen. Also sprecht, Kampfgeborene, wo ist er? Wo haltet ihr meinen Thorald fest? Die besten Stücke. Schenkt dir diese alten Schabracke etwa Glauben? Ihn festhaltet. Ach! Den habe ich bei mir im Keller. Er ist mein Gefangener. Seht es endlich ein, alte Kuh. Euer dummer Sohn seid ist tot. Und er starb als Sturmmantelverräter. Und ihr, dann ihr haltet euch mit besser einem den Mund, sonst blüht euch dasselbe Schicksal. Kommt, Vater. Hier gibt es nichts weiter zu sagen. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Okay. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Natürlich. Ich bringe euch welches mit, wenn ich wieder auf die Jagd gehe. Frau Lia Graumähne, woher wisst ihr, dass sie lügen? Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Okay, begonnen, der Vermisste. Ja, Halleluja, das wollte ich ja jetzt aber nicht. Aber, ja, wir folgen ihr einfach auf den Schritt. Steaks, die selbst ein Jahre nicht verschmähen würde. Wählt aus meinem hochwertigen Fleischangebot. Ja, da geht's ja. Mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages. Aha, ja, das mache ich mir dann auch gleich. Farilla Graumähne, ja, wir hören uns das einfach an, was da so los ist. Wir sind da ja reingerutscht, wie die Jungfrau
zum Kind gekommen ist. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Ja, hallo, grüß dich. Ja, es wird da nicht so schnell zum Weiterkommen sein in Weißlauf. Aber was wir begonnen haben, müssen wir auch zu Ende bringen. Deswegen folgen wir ihr halt einmal. Und die geht ja mit mir Lavendeln sammeln da. Da ist auch noch Lavendel. Wer weiß. Ist er nicht schwer und ist er jetzt? Ah, da ist sie. Okay. Bitte lasst uns ungestört reden. Ja, komm. Dann gehen wir mal rein. Na, ins Haus der Graumähne. Aufsteigen tun wir dann auch gleich noch, ja. Willkommen in unserem Zuhause. Ja, hallo? Mutter, was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Karwulstein, legt das weg. Sie will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass sie nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ihr wollt also helfen? Arwulstein, Graumähne, ja absolut, was kann ich tun? Ich weiß nicht einmal genau, was los ist. Das mein Bruder Thorald. Er hat für die Sturmmäntel gekämpft und ist verschwunden. Man geht davon aus, dass er tot ist. Aber das ist er nicht. Ich weiß es. Die Kaiserlichen haben ihn gefangen genommen und halten ihn irgendwo fest. Die Kampfgeborenen wissen wo. Ich würde in ihrem Haus nach Beweisen suchen, aber hinter mir sind sie auch her. Wenn sie mich kriegen, werden wir nie erfahren, was mit ihm geschehen ist. Jemand muss also diesen Beweis für mich finden. Okay, abgeschlossen. Suche Farila in dem Haus auf und finde Hinweise über Thorals Verbleib. Das kommt als nächstes. Welche Beweise braucht denn ihr? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Oh, könnten wir das? Ja, warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen damit zu tun haben eigentlich? Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ja, die mögen wir alle nicht. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmmäntel unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Nun gut. Also, ja, das war's dann auch schon. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Arwulstein, okay, wenn du das sagst. Noch irgendwas? Bitte. Ich bin für jede Hilfe bei der Suche nach meinem Thorald dankbar. Dich fragen wir auch noch. Es ist kein großes Geheimnis, dass sie Verbindungen zum Kaiserreich haben und jeden hassen, der sich dagegen ausspricht. Und Thorald hat etwas noch Schlimmeres getan. Er hat sich gegen das Kaiserreich aufgelehnt. Die Kampfgeborenen wussten davon. Aha, ja. Woher wollt ihr wissen? Er ist mein Sohn. Ich weiß es einfach, in meinem Herzen. Wenn ihr selbst Kinder hättet, würdet ihr es verstehen. Nun gut, die Instinkte einer Mutter. Wer ist der beste Schmied von Himmelsrand? Ihr müsst neu hier sein, wenn ihr eine solche Frage stellt. Mein Ehemann Eolund hütet die Himmelsschmiede in Jorvaska, der Methalle der Gefährten. Es gibt in den neun Fürstentümern keinen besseren Schmied. Ihr solltet ihn nach seiner Arbeit fragen, das einzige Thema, bei dem er so richtig in Fahrt kommt. Das und vielleicht noch diese eingebildeten, dumm schnupfenden Kampfgeborenen. Ja, wo liegt hier was? Geht auf dem Markt die Treppe hoch und schaut dann nach rechts. Könnt es nicht verfehlen. Ja, wir waren ja schon mal dort. Ja, sicherlich. Okay, vielleicht werden wir da gleich hinhuschen. Und ja, wir haben da jetzt einen Quest. Passt gut ja. Auf euch auf. Okay. Fralia,
Wir machen hier einen kurzen Schnitt, Leute. Es ist, glaube ich, jetzt wieder was dazwischen gekommen. Wir schauen da kurz mal nach. Der Weg der Stimme. Wir müssen im Hauptquest mit den Graubärten sprechen und Verschiedenes haben wir da einiges. Begeblich zur Akademie, besucht den Schrein von in höchster Not war das, glaube ich, ne? Die Rotwardonin, die haben wir auch noch nicht. Und der Vermisste, ja, finde Hinweise über, ja, das werden wir dann im Anschluss machen, aber zuerst, wie gesagt, die Schmiede. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Feindal und unsere Tosita verabschieden sich jetzt und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ciao Leute, euer Toso.